1991 erstmals mit großer Resonanz hier bei uns in Kassel zu Gast war, ist es uns eine besondere Freude und Ehre, nun nicht mehr nur Gastgeber sein zu dürfen, sondern gemeinsam mit dem Museum für Kunsthandwerk in Frankfurt am Main für die Vorbereitung und Ausrichtung dieser 6. Biennale zeitgenössisches deutsches Kunsthandwerk Sorge zu tragen. Die vorangegangene 5. Triennale bedeutete für uns und für unser Publikum zunächst vor allem das Erkunden fremder Gefilde, das Bekanntwerden mit den künstlerischen Bestrebungen in der uns bis dahin weitgehend verschlossenen anderen Hälfte Deutschlands. Wohlgemerkt, es ging nicht um Verschleifen und aneinander abreiben, sondern einzig um gegenseitiges Einbringen. Vielleicht ist die Kunst darin der Politik überlegen. Ende des 19. Jahrhunderts traten an die Seite der fürstlichen Sammlungen die der Bürger. Dabei nahmen im Vergleich zu den Kunstmuseen die Kunstgewerbesammlungen eine besondere Stellung ein. Sie entstanden in engem Zusammenhang mit den Veränderungen der wirtschaftspolitischen Strukturen zu Beginn des Industriezeitalters. Die Triennale am Platz Leipzig stärkt diesen auf ihre eigene und auf zeitgemäße Art. Neben dem Unikat steht das serielle Stück, neben Polyester und Edelstahl, Gold und Holz. Ich danke allen, die am Zustandekommen der Ausstellung beteiligt sind und wünsche der 6. Triennale viel Erfolg und guten Verlauf. Die Ausstellung selber mit Blick in die Vergangenheit, mit dem Wissen um die Veränderungen der Zukunft, ist hier eine erste intensive und nachdenkliche Standortbestimmung. Eine Standortbestimmung zum zeitgenössischen Kunsthandwerk in Deutschland von heute. Zu einem wichtigen Teil gewinnt die Ausstellung eben ihre Bedeutung auf dieser Grundlage des neuen, zukunftsweisenden Zusammenarbeitens. Ein offener Gedankenaustausch und daraus gewonnene Erkenntnisse und Anregungen.